Seid ihr auf der Suche nach Knieschonern, habt aber keine Ahnung was und wie und überhaupt, zieht euch auf jeden Fall diesen Test von mir rein. Welche Präferenzen hat man? Was will man vom Knieschoner? Wo fährt man? 7 Knieschoner im Test. Oh Gott. Oh Mann. Nächstes Modell. Begeistert. Das kann halt nichts. Leute, ich bin einfach ein riesen Fan von diesem Neoprenmaterial. Last but not least, ich habe dann auf jeden Fall auch, würde man sagen, 3 Kriterien, die mir bei Knieschonern ganz besonders wichtig sind. Oh no! Yo Leute, ich bin's mal wieder, eure Peaches. Willkommen zu einem ganz spontanen Video, das sind wir ohnehin die Liebsten, in der neuen Wohnung übrigens. Es geht um Knieschoner. Ich habe vor kurzem eine Umfrage auf Instagram gemacht, was denn die Lieblingsschoner der Community sind. Da haben sich auf jeden Fall ein paar rauskristallisiert. Hier mal die Ergebnisse dazu. Und im Zuge dessen habe ich jetzt hier eine volle Schachtel mit Knieschonern. Ich bin super neugierig. Ich werde mich da jetzt durchprobieren und nehme euch mit, kann da direkt mal meinen Senf dazu abgeben und ja, ich kann es kaum erwarten. Der Grund eigentlich dafür ist, dass ich neue Knieschoner brauche. Warum? Bis dato habe ich eigentlich immer diese hier benutzt, von Iron. Das Problem daran ist, dass die seit einiger Zeit am Oberschenkel rutschen. Das Problem hatte ich nie. Die Ursache ist vermutlich, dass ich ein bisschen Gewicht verloren habe und ich denke, vermutlich bräuchte ich da eigentlich nur in einer kleineren Größe. Ich trage die nämlich im Medium, aber wird nicht mehr produziert. Demnach, ich würde sagen, ihr schreibt mir gleich mal, was eure Lieblingsknieschoner sind und warum. Und am Ende des Videos bekommt ihr natürlich auch eine kurze Zusammenfassung und seht dann auch, ob und welche Knieschoner es im Endeffekt geworden sind. Es geht ans Auspacken und Probieren. Wir haben hier von Iron die Keypacked AMP HD, die Keypacked und Keylight. Dann haben wir TSG Trolley, tatsächlich was vom POG und hier auch noch Fox Schoner. Das heißt, ihr seid quasi live dabei beim Unboxing Knieschoner Anprobier Dingens. Ich habe dann auf jeden Fall auch, würde man sagen, 3 Kriterien, die mir bei Knieschonern ganz besonders wichtig sind. Erstens natürlich, die sollen bequem sein, gut sitzen, nicht drücken irgendwo. Die sollen guten Schutz liefern, also in meinem Fall einfach ja, so ein Allrounder sein, wie diese hier, die ich eigentlich im Bikepack getragen habe, aber auch beim Enduro-Fahren. Wobei, vielleicht muss man hier Abstriche machen und wirklich Enduro-Schoner nehmen und dann ein bisschen stärkere für den Bikepack. Auslegungssache, was sagt ihr dazu? Drittens, was ich überhaupt nicht ab kann, aber das hat natürlich auch mit der Mountainbike-Hose zu tun, das Gap, welches manchmal entsteht zwischen Hose und Knieschonern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Manchen ist das egal, ich hasse es. Und kann man natürlich kompensieren mit Knieschonern, natürlich auch mit der Hose. So Leute, wir fangen an und gleich mal mit diesem Keypacked AMP HD. Wir starten mit Größe Small. Ah. Okay. Was diese auf jeden Fall haben, man hat es eh online gesehen, aber nicht so gut. Das ist ein bisschen eine Hartplastikverstärkung hier und hier, aber trotzdem ultra dünn. Bin ich schon mal ein Fan davon. Fabio Schäfer meinte immer, ist immer besser, wenn die Oberfläche glatt ist. Wenn man fällt, dann rutscht man und verletzt sich weniger. Wow, okay. Hier seitlich wirklich eine dicke Verstärkung, auf beiden Seiten eigentlich. Ich glaube, die Small sind zu klein. Oh Gott. Oh Gott. Die wären, glaube ich, was für ein Bikepack. Okay, also ich bin mir mal unsicher bei der Größe. Ich glaube, da wird schon wieder ein Medium passen. Der ist auch ziemlich massiv, sagt ihr. Hinten auch geschlossen. Zipper hier, also Zipper sage ich, Klettverschluss. Aber next step, andere Größe. Deswegen, es ist immer so schwer einfach, finde ich, die richtige Größe bei Knieschonern zu finden. Bei manchen braucht man gefühlt XS, bei manchen Medium.
finde, die kann man richtig gut festziehen. Was ich sehr, 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 sehr gerne mag, ist das hier, dass es hier höher rauf geht. Fox hat das eigentlich meistens und nicht, dass es hier so gerade geht an der Wade. Ist einfach ergonomischer und fühlt sich viel, viel besser an. Sieht auch, finde ich, besser aus. Medium ist definitiv hier meine Größe. Finde ich cool, ist jetzt im Moment noch nicht, was ich mir vorgestellt habe, so zum Enduro fahren. Aber die könnten definitiv eine Überlegung sein für einen Bikepark. Polster hier, hier, hier. Gehen hier weiter hoch, Polster hier. Hier eben die glatte Oberfläche mit diesem Schutz. Fühlen sich auch gut an. Auf jeden Fall nicht für Enduro für mich, aber bleiben auf jeden Fall mal in der Auswahl, denn meine Überlegung bei meinen Präferenzen war ja, eventuell tatsächlich zwei verschiedene Knieschoner zu haben. Einmal ein bisschen für Enduro fahren und einmal für Bikepark. Nächstes Modell, die Key Light von Iron. Iron hat mich immer gleich mit Marketing, Surfing Trails, finde ich halt echt nice. Ich bin gespannt, ob ich da jetzt reinpasse. Das fühlt sich ja gleich schon mal viel mehr so an, wie ich mir das vorstellen würde, für so ein Enduro-Fahren vor allem. Auch geil, es geht weiter hoch, nicht zu viel. Es gibt ja manche, die sind fast so wie Kniestrümpfe. Da hat man auf jeden Fall die Chance, dass da so ein Gap entsteht, schon mal sehr minimiert. Was die wieder haben, ist, das geht hier richtig schön hoch. Haben hier eine leichte Postung, hier genauso wie hier überall an den Seiten. Wichtig finde ich zumindest einen Kletter oder irgendwas, wo man die Weite vom Bein verstellen kann. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen irritiert, hier sind sie ultra locker. Also wirklich ultra locker, wie ihr sehen könnt. Also das finde ich jetzt mega strange, weil man will auf keinen Fall, dass das hier so weit ist, dass da alles rein kann. Das heißt ja auch, wenn man stürzt. Oh no! Das kann halt nichts, was sagt ihr? Muss es noch eine Fortsetzung geben? Gesagt, getan, Größe Small ist auf jeden Fall meine Größe bei den Key Light. Passt viel besser, steht nicht mehr so ab. Tragekomfort ist nach wie vor da. Ich habe das Gefühl, ich brauche bei dem auch Small. Das sieht riesig aus. Ja. Man sitzt fein, aber die Eiern, die sprechen schon für sich, muss ich sagen. Wieder hier perfekte Höhe meines Erachtens hier. Das hochgeschnitten, nicht nur Schutz hier, sondern auch an den Seiten. Macht aber trotzdem kein dickes Bein. Bewegungsfreiheit ist da. Hier ist viel Platz und das schreit vermutlich nach Small. Alright! Key Packed ebenfalls in Größe Small nachbestellt. Stellt sich raus, das ist meine Größe. Next! Auf den bin ich richtig gespannt, denn keine Frage, POC ist eine mega Marke, produziert mega Produkte, aber meine Erfahrungen damit sind, dass POC Knieschoner einfach irgendwie für Skinny Legs gemacht sind, zumindest für Skinny Oberschenkel, die ich auch definitiv nicht habe, aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen, die sahen super interessant aus und ja, die sind auch schon mal anders konzipiert als das, was ich kenne. Normal hat POC hier irgendwie so immer so einen richtig fetten Abschluss oben, der undehnbar ist und die sind ja sehr flexibel. Also die sind mal so ganz anders, als wie ich Schoner von POC kenne. Ich glaube, die sind richtig geil. Aber ich glaube auch, dass ich die in einer kleineren Größe brauche. Aber die sind richtig bequem. Also krass bequem, aber trotzdem eigentlich dick, aber nicht unangenehm und das sieht richtig gut aus. Also das sieht richtig gut aus, finde ich. Aber schon auch irgendwie dick. Haben aber tatsächlich auf den Seiten jetzt nichts. Das ist ganz dünn. Hat auch hier nur Gummi. Also da gar kein, nur enger. Hier so ein Gummi. Okay, was mir jetzt eben noch aufgefallen ist, man muss die wirklich richtig weit hoch machen. Pluspunkt wegen Gap, damit das hier auch mit diesem Protektor richtig gut abschneidet. Aber habe dann auch wieder Problem, dass das hier absteht. Also nichts gegen POC, aber irgendwie passt das bei meiner Anatomie nie so richtig. Aber ihr könnt mir gerne Tipps dazu geben. Next one, TSG, damit noch null Erfahrung.
auch schon sehr lange neugierig. Ich bin jetzt ich bin jetzt ultimativ positiv überrascht von denen hier. Also nicht überrascht, aber die sind jetzt mal straight zu den momentanen Favoriten, denn die sitzen einfach. Im Vergleich zu allen anderen, die sitzen mal. Die haben da auf jeden Fall guten Schutz. Was man hier dazu sagen muss, ist, die gehen auf jeden Fall ein bisschen weniger weiter hoch und auch gar nicht weit nach unten. Also man hat hier am Schienbein keinen Schutz mehr, es ist wirklich rein das Knie. Es ist sehr schmal. Man hat hier einen Klettverschluss und hier. Man hat auch dieses Angenehme, dass es da hoch geht. Da ist auch kein Gummi, das sitzt mega angenehm. Davon bin ich ein Riesenfan. Also optisch machen die richtig was her, weil die richtig gut sitzen und man sieht und spürt das, aber man sieht es auf jeden Fall auch. Ist dann die Frage, wenn man will, hier ein bisschen mehr Schutz. Ich bin es eigentlich gewohnt, hier nach unten hin minimal mehr Schutz zu haben, wie man sieht. Ist halt dann hier aber mit Polster. Und was tragen wir hier auch? Größe Medium. Der nächste Step ist ja dann immer die zu tragen und dann spürt man überhaupt erstmal, ob was wirklich drückt oder so. Das kann man ja leider beim Probieren dann nie sagen. Aber es ist ja schon mal was, wenn der von Anfang an einfach gut sitzt. Bin begeistert. Und die haben schon ein ganz praktisches Gummiband dabei, wo man die Schoner zusammengeben kann. Next Raid Knee Guard von Troy Lee. Keine Erfahrung mit Troy Lee Schonern, die mir aber schon 1000 Millionen Mal angesehen. Und ich würde das jetzt auch als so ein Bikepark-Modell einschätzen. Und der hat D3O-Material. Riesenfan davon. Mein Handycase ist meistens auch mit D3O. Seitliche Polsterung, definitiv sowas für ein Bikepack, wie ich schon geahnt habe. Finde, das sieht auch optisch gut aus, aber nicht so ganz, was meinen Erwartungen entspricht. Und ja, der ist irgendwie am Oberschenkel sehr tight und irgendwie hier drückt mich was. Sonst finde ich den ganz nice. Hat auch hier so dieses softe Material, wo unten eigentlich kein Gummi mehr ist, kein irritierendes Material für die Haut. Da habe ich Größe SM. Last but not least, die hier von Fox, den Launch, die 3O Knee Guard. Richtig coole Sache, da ist einfach mal bei der Verpackung ein Mud Guard integriert. Hier kann man den ausschneiden und ihr seht schon, ihr habt dann einfach einen Fox Mud Guard und weniger Müll. Ziemlich cool. Stunde der Wahrheit. Ich hatte die schon mal von meinem Freund ausgepackt, in seiner Größe, als ich meine mal vergessen hatte. Und die sind nicht gerutscht, obwohl die Large oder X-Large waren. Deswegen sind sie schon mal wert, probiert zu werden. Die hätte ich zum Beispiel auch eher gesehen, so für einen Bikepark, aber irgendwie... Was? Na, da quillt alles raus. Die sind da oben sehr eng. Ich probiere mal die Medium. Medium ist auf jeden Fall die bessere Größe für mich. Die fühlen sich richtig gut an. Auch wieder seitliche Polster, innen und außen. D3O-Material. Sehen stylisch aus. Sind ein bisschen mehr als nur für mich, würde ich sagen, als Enduro. Aber die wären was für einen Bikepark. Oh Mann. Leute! Spontaner Knieschoner-Test mit unter anderem auch großen Überraschungen und hier, wie versprochen, die Zusammenfassung über meine Eindrücke dieser Knieschoner. Gleich mal vorweg, ich lasse hier auf jeden Fall meine persönlichen Präferenzen und Meinung in das Ganze einfließen, denn vor allem muss man hier wirklich für sich persönlich entscheiden, welche Präferenzen hat man, was will man vom Knieschoner, wo fährt man und so weiter. Also der Iron Key Packed EMP HD scheint mir ein richtig geiler Schoner zu sein, ist aber sehr protektiv, sehr massiv und entspricht demnach nicht so ganz den Vorstellungen, die ich hatte auf der Suche. Der Key Packed und der Key Light
Tatsächlich sind es diese beiden Knieschoner geworden und ich habe mich jetzt tatsächlich auch für die Variante entschieden, einen stärkeren für den Bikepark und einen leichteren fürs Endurofahren zu nehmen. Beide dieser Protektoren musste ich in einer kleineren Größe, sprich in Small, bestellen und da hat sich auch herausgestellt, dass das die richtige Größe für mich ist. Nochmal der Hinweis für euch, probiert es immer zwei Größen, when in doubt. Das mag ich an diesen Schonern. Ich starte mit den Key Light. Bin einfach ein Riesenfan von diesem Neoprenmaterial. Ich liebe es, wenn auch seitlich ein bisschen Schutz ist, dass quasi nicht nur die Schale am Knie, sondern auch leichte Polster an den Seiten, das trotzdem nicht massiv aussieht. Ihr seht, ich habe die schon mal getragen. Nicht so optimal, das ist gleich mal hier, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein bisschen ausgefranst. Ich weiß nicht woher. Kann natürlich vom Kletter sein. Zwei Kletter, damit er nicht rutscht. Innen so ein bisschen Gummi und ja, Key Light. Mega! Geschafft! Miss Peach is dropping in! Yo! Nice! Key Packed ist ähnlich, einfach nur ein bisschen mehr. Jedenfalls dieses Neoprenmaterial hat an den Seiten Polster, die Kletter oben und unten und ja, einfach ein bisschen mehr Schutz als der Key Light. Habe offensichtlich auch eine Präferenz für Iron-Protektoren. Der TSG, warum ich den nicht genommen habe, der war gleich mal Nummer 1, total überraschend. Tragekomfort hoch 1000, genau, hatte irgendwie alles, was ich mir vorstelle. Das einzige Problem an dem Ganzen ist, der ist wirklich sehr kurz. Bedeckt als Schutz quasi wirklich nur rein das Knie und nicht mal ein bisschen Ansatz vom Schienbein und ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf so drinnen ist, aber ja, ich brauche nur meine blauen Flecken manchmal ansehen oder Schürfunden. Wenn das tendenziell nur ein bisschen weiter runter geht am Schienbein, ich persönlich mag es auch wieder nicht zu viel, aber nur dieses bisschen gibt mir das gleich mal irgendwie mehr Sicherheit und er hatte das leider nicht, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, aber ansonsten mega, mega, mega geiler Schoner. Naturally Raid, auch glaube ich ein mega geiler Schoner, einfach sehr dick, demnach nicht meinen Vorstellungen entsprochen, ist wirklich ein Downhill-Protektor und er hat mich an der Stelle gedrückt, weiß nicht, ob es die Größe war oder nicht, aber hinfällig für mich, weil ich nicht danach gesucht habe. Hockjoint scheint mir ebenfalls ein richtig geiler Schoner zu sein. Preislich etwas teurer, hat aber auch unten weggestanden, könnte die Größe sein, aber dadurch, dass ich mich einfach mit dem Iron wohlfühle, ist es dann der Iron geblieben. Fox Launch scheint auch ein richtig geiler Schoner zu sein, würde ich tendenziell auch eher im Bikepack tragen. Ich glaube, es ist einfach meine Iron-Präferenz, deswegen wurde es Iron, ist aber auch sehr empfehlenswerter Schoner. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus meinem Video. Habt ihr Favoriten aus meinem Video mitgenommen? Schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback über einen Daumen nach oben. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.